Oder nee, die rennen nee, auch immer ganz nee, schnell. Ich hab kein. Ich. Moment, ich lauf jetzt rum hier. Ich Nimm dir doch jetzt den SUV. Ja, vielleicht besser. Ich fahr jetzt erstmal, wo mein Zeug liegt. Ich möchte endlich ballern dürfen. Lass dich ja nicht erwischen von den Banausen. Kann ich anfangen? Daniel? Ja, von mir aus. Okay. Ich mach Wie viel Schuss habe ich? 2 Magazine. Okay. So, dann waren wir hier. Muss ich bloß noch meine Leiche finden. Wieso treffe ich die nicht? Ich glaube, es war da drüben irgendwo. Alter, wollte ich mich verarschen? Hier drüben irgendwo war das. Oh nein, die schießen auf mich und dann auch noch ein Zombie. Ja, lenk mal das Feuer auf dich. Das ist ja Alter, sind das viele! Voll viele Zombies. So, ich glaube, hier muss es irgendwo sein. Genau, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube da vorne irgendwo, wenn mein Gedächtnis mich nicht verlässt. Ich glaube hier in einem von den Tannen war das. In der hier. Aha, da bin ich. Ich habe keine Munition mehr für den Revolver, ich könnte kotzen gerade. Da bin ich. Ja, Daniel, was mache ich jetzt? Ich habe Zombies am Arsch. So, ich werde erstmal, Moment. Die wollen nicht von mir ablassen. So. Ich renne einfach um mein Leben. Wird schon klappen. Oh, jetzt verpisst euch mal, ihr Pissnäcken. Piss. DVR. Ach, vorne ist schon alles voll. Okay. Wow, die schießt auf mich. Und wie? Sorry, nein, kann, Zombies, kommt schon! Kann erstmal nicht, ich muss hier. Nicht so schlimm wie. Ich krieg das Kotzen hier, ohne Spaß, Mann! Ach, das könnte ich vorne noch reinpacken. Streichhölzer. Oh. Hey, ich hab ein Auto gefunden, cool. So. Kann ich mich der Zombies entledigen? Ich hab dann soweit alles. Oh, das ist meine, schön für dich. Meine Klamotten kann ich nicht nehmen, wa? Ist nur noch Knochen da und so? Nee. Dann weiß ich nicht warum. Ich habe aber jetzt eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Leiche untersuchen? Ja, ich habe eine Idee. Nee, ich glaube die. Oh, was heißt ein Teak Klotes? Ja, heißt nimm Klamotten. Okay. Du nicht erschrecken. Oh, die kommen hier hoch, die Zombies. So, hab ich jetzt die Klamotten? Hier können sie mich mal. Na, wo hab ich die denn jetzt, die Klamotten? Ach, vielleicht brauche ich auch einen freien Platz. Und jetzt bin ich so hoch. Nee, da. Da hinten ist er. So, jetzt muss ich mir das, die ganze Kacke noch markieren. Das sind wie viel Meter? 400. Rein. Schließen. Jetzt bewegt er sich. Jetzt bleib stehen. Schieß in meine Richtung. Tonte aus Uniform. Das ist doch nicht möglich. Sorry. Getötet? Ja, ach, natürlich. Jetzt habe ich die Klamotten. Weißt du, wie die. Ey, die haben auf ein Dach raufgeschossen. Das geht doch nicht. So, jetzt bin ich wieder ausgerüstet. Schön. Bei dir in der Nähe stehen 3 Autos. Ich bin gestorben. Toll. Scheiß Spiel, ehrlich. Alter, das ist doch nicht menschlich, wie die hier
hochgeschossen haben. Meine Maus spinnt voll, da ist irgendwas im Laser drin. Geht da voll rum. Entschuldigung, fürs Gepuste. So. Ja, Blasen, da kann ich nicht. Moment, was? Was mit Blasen? Was hast du gesagt? Was ist so also? Wer? Was? Oder ja. Rennen noch. Wie viele rennen da noch rum? Also ich sehe noch drei. Genug! Nein, Daniel, das sind mehr. Das sind mindestens das Doppelte. Sicher? Wo zum Fick bin ich schon wieder? Jetzt ehrlich mal. Mann! Ah, 5 Kilometer bloß weg? Ja, das ist ja nichts, ne? Ah. Ich krieg das Kotzen, mal ohne Spaß hier. Ah, die rennen ja auch ständig in eine Kaufhalle rein. Das sind zu viele, Daniel. Vor allem die schießen unmenschlich. Der hat mich aus einer Position getroffen, die er mich nicht hätte treffen dürfen. So, wo bist du? 5 Kilometer in die andere Richtung. Ja, welche das Wasser Ahnung. Links von dir. Ich glaube, ich bin in der Nähe von diesen zwei Baracken. Oder? Ich komme mal dahin. Also, weit weg. Ich will nicht mehr diese Mission machen, Daniel. Die Mission ist scheiße. Machen wir auch nicht mehr. Also die IKEA-Mission, das kannst du vergessen. Du hast von unmenschlich. Und wie sollst du denn... Wie sollst du... Ich hatte schon einen Sniper. Und das Geile ist, sobald ich mit dem Fahrrad... Ich hätte jetzt zu 100% noch ein, vielleicht zwei abschießen können, bevor sie wieder das Feuer auf mich errichtet hätten. Aber die treffen ja sofort, ne? Also man muss eigentlich ein abschießen, dann muss man gleich seine Position wieder ändern. Sonst, ja, ist vorbei. Das Ding ist, die wissen deine Position, obwohl du gar nicht sichtbar bist quasi. Die legen sich dann, die laufen irgendwo hin, legen sich ins Gebüsch und warten. Ja, das ist... Und dann ja. Kaum bist du aus deiner Deckung raus, schießen sie, obwohl sie nicht hätten wissen dürfen, dass du dort bist. Warte mal, ich hab hier gerade... Das sind Feiglinge. Das sind voll die Penner. Du bist auf der Hauptstraße, ne? Ja, ich marschiere hier. Ich marschiere. Gut. Ich bin bei... Solnitschny. Ich tanke hier aber erstmal. Bei meinem Bruder. Stolnitschny. Vaterland. Nee, Mutter. Vater. Väterchen Russland? Nee. Wie war das? Mütterchen Russland? Tanken kannst du dich mal ein bisschen beeilen. Du siehst ja selber, dass hier Zombies sind. Aber echt mal, ich laufe hier, ja? Schick dich mal. Meine Beine, die fühlen sich schon an wie Blei. Ja, der Zombie geht durch, ein SUV durch. Wie das? Weil, weißt du, was ich am komischsten finde? Ich habe vorhin welche getötet und die wurden mir nicht angezeigt. Die wurden mir nicht als Kill zugezählt. Das finde ich ziemlich. Weil so. Ich mach mir da die Mühe, knall die ab und dann nix. Ich komme mit Vollgas. Ja, das hast du vor 10 Minuten schon gesagt. Ja, ich habe bloß vollgetankt. Kann ja nicht dafür, wenn ich so lange brauche zum Tanken. Ja. Du hast die Zapfsäule nicht in den Hintern schieben. Aber immer noch. Den Zapfhahn, ey. Ja, liebes YouTube. Liebes YouTube. Ja, was hatten wir denn jetzt vor? Wieder zur Basis zurück oder irgendwas? Nein, wir hatten vor, den Banditen-Trader mal aufzusuchen. Genau. Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich bin da, wo dieses eine Auto einsam rumsteht. Ach, da. Schon seit 2-3 Wochen. Da bin ich. Mit der Brücke. Der Tanke. Da, wo wir mal einkaufen waren. Ne, Sie verstehen? Ja, ich verstehe. Sie sehr gut. So, das dann Flugzeug, noch... das Flugzeug wackelt hier immer noch an dem Laterne dran. Ey, wackel. Oder ist es vielleicht mittlerweile mal offen? Immer noch abgeschlossen, das ist der Wahnsinn. Steht immer noch ein Motorrad einsam auf der Straße. Mann, ey. Jetzt bin ich traurig. Leute, ich entschuldige mich hoch und heilig
für mein Versagen. Ich hab's versucht, wirklich. Nee, das ist so. Also ich glaube, man muss bei diesen Missionen hier, weil die so heftig sind, da muss man... Mit so einem dicken MG kommen, ohne Spaß. Nee, da müssen wir wirklich richtig viele Leute sein. Also so bestimmt so... Stop. Also würde mal sagen, 5, 6 Leute. Wie schnell zur Baracke rein. Ja, dann aber schnell. Ja, wo kommt der Zombie her? Weiß nicht. Ja genau, komm aus der Waffenbaracke raus. Jetzt hör mal auf, mich zu verfolgen, Mensch. Arsch. Mach die Tür auf, genau. Jetzt gehen wir hier rein. Schauen wir mal, was es hier drin Schönes gibt. Ein Hauch von nichts. Noch weniger. Gar nichts. Absolut leer. Schön, so mag ich das. Finde ich toll. Ich feste gerade immer und immer wieder die Zombies um. Mhm. Ich versuch's zumindest. Oh, hier ist was. Ein Rucksack. Unten ist das. Aha, aha, aha. Ey, wer hat die Tür hier wieder zugemacht? Was soll der Mist? Ehrlich, das nimmt hier Loot? Wollt ihr mich verarschen? Ja, Entschuldigung, Moment. Wie hier Zombies! Vorsicht, ich komm raus. Hilfe! Ich gehe hier noch einmal rein und dann können wir los. Dann können wir los. Ja, nichts übersehen. Keine Waffen, das ist so... Weg hier! Penner! Lass mich durch. Oh, was liegt da? Was? Na? Zombie, will mir was geben? Eine leere Whiskyflasche, die kannst du sonst wohin schieben, du Penner. Oh, jetzt hat er sich schon wieder... Ein So. Ja, hier kann man ja die Kamera nicht hoch und runter machen, wenn man fährt. Das finde ich scheiße. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich fahre jetzt zum Banditencamp. Ja, dann gucken wir da mal, was da Schönes gibt. Vorsicht! Mensch, Zombie. Dass die einem auch aber immer unter die Räder laufen müssen. Naja. So haben die anderen gleich was zu fressen. Aber ich weiß nicht, ob sich Zombies gegenseitig fressen, wenn andere Zombies dann tot sind. Wäre eine gute Frage, ne? Hm. Sich gegenseitig fressen. Weil die ihr Hirn ist ja auch schon tot, sozusagen, ne? Oder? Fast. Das Hirn ist... Naja, fast nur der Virus, der da drin ist. Also, denke ich mal. Ja, also eigentlich... Man kann sowas nicht erklären, denn sowas gibt's ja nicht. Ne, eben. Kann ja nicht funktionieren. Also wenn es sowas geben würde, dann ist ja nur der Teil im Gehirn noch intakt, der fressen. Die Triebe. Die Triebe, ja, genau. Eben fressen. Der natürliche Instinkt war. Mensch. Und alles andere ist tot. Ja, also ich. Meine These ist ja, dass es wie quasi ein Nervengift wie Tollwut ist. Man hat seinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Ja, genau. Ja, ist ja dann wahrscheinlich abgeleitet von der Tollwut. Ja, wahrscheinlich, ne? Mhm. Also bis zum Banditencamp haben wir es auch nicht mehr weit, nur noch 10 Kilometer. Nur noch? Mhm. Ja, mhm. Ganz nüchtern. Ist ja nicht weit. Ja, Auto ist aber auch nicht mehr das Heilste, ne? Ja, ich weiß ja nicht, was du damit schon wieder gemacht hast, ne? Gar nichts, nur vollgetankt. Ja, und wie viele Bäume hast du mitgenommen auf dem Weg zum Tanken? Gar keinen. Ja, gelogen. Stunken und erlogen. Ich wollte gerade sagen, es gibt da noch extra Gas vor der Kurve. Ich hab gebremst, du Penner. Nee, für mich hat es sich angehört, als wenn du nochmal richtig Gas hier hättest. Quatsch. Ja, das ist der Nachteil hier auf dem Server, dass die Missionen, also die kann man, also ich war ja auf einem anderen Server, wisst ihr ja, bei den alten Herren, da haben wir ja auch ein paar Parts aufgenommen. Da konnte ich ganz alleine eine Mission machen, ohne Probleme. Ja, aber ist dann ja auch schon fast zu langweilig, wenn es zu leicht ist. Hm. Es aber muss halt eine gute Mitte gefunden werden. Ja, aber dieses hier ist einfach zu schwer. Es sei, wir sind natürlich genug Leute, dass wir die umzingeln können und dann zugleich nur einmal schießen müssen und alle sind tot. Weißt du, so ungefähr. Dass jeder sich einen dann vornimmt, ja, der hat den.
und alle, wie gesagt, umzingelt, dass keine Ecke, kein toter Winkel irgendwie gibt. Mhm. Und dann ein, als wenn sie, das hört sich dann an,